Hallo ihr Lieben, das Geschichtchen ist noch übrig geblieben von der Pakistan Challenge, die Max mal gestartet hat. Nominiert wurde ich ja über Tine und das gefiel mir ja noch nicht so, wie es ist. Aber die Hauptsache war, dass der Mais im Boden gekommen ist. Aber da werde ich mich heute drum kümmern und ja, lasst euch überraschen, bleibt dran. Ist übrigens ein wunderschöner Sonntagmorgen, ist echt herrliches Wetter. Ich hätte nicht gedacht, dass das heute mit T-Shirt klar geht. Hatte noch einen Pulli an, aber den kann ich nun getrost weglassen. So, ich schnapp mir jetzt die Schubkarre und dann geht das los Richtung Wald und so weiter. Totholz sammeln. So ihr Lieben, bevor ich abdampfe, gibt es noch was Zeigenswertes, denn ich habe mich heute sehr erfreut an dem, was ich gesehen habe, als ich in den Garten gekommen bin. Bilder sprechen für sich, ich zeig's euch. So, die erste Sonnenblume lässt sich nämlich blicken. Macht auf. Voll schön, das ist die von Nele und Sven, die sie zu Hause angezogen haben. Und ja, die anderen, die schlafen hier noch, aber das kommt alles. Und die erste von meinen gesäten Sonnenblumen ist auch schon am Aufgeben. Ich freue mich megamäßig. Sonntagmorgen, schönes Wetter und die ersten Sonnenblumen gehen auf. Ist echt herrlich. Ich freue mich da megamäßig drauf und ich bin gespannt, wie sich der Rest hier entwickelt. Wer das Ganze noch nicht mitgekriegt hat, da gibt es einen Dreiteiler zu, wie ich die ganzen Sonnenblumen beete, Schrägstrich, das eine Feld hier angelegt habe. Aber jetzt geht's los, ab zur Schubkarre und Totholz besorgen. Muss ich sonst noch so finden? Mal gucken. Und los geht's. Was man nicht alles tut, ne? Man läuft vor und zurück, macht die Aufnahmen, holt die Kamera wieder und weiter geht's. Der sucht sich jetzt hier immer neue Stellen und guckt, wo er weiter buddeln kann. Echt Zucker, der Kleine. Der ist süß. Kleine Wühle. Der bemerkt mich gar nicht. Dem ist scheißegal. Ne? Hi. Ne? Hast du mich entdeckt? Er ist richtig putzig, Leute. Ich freue mich da gerade richtig dran. Also noch mehr Überraschungen heute und der Tag ist jetzt schon perfekt. Ah, es geht in die Tiefe. Das erste Totholz habe ich jetzt gefunden und werde ich einsammeln und dann nach und nach alles, was ich hier so finde. Und bringe das dann in meinen Garten. Die Schubkarre muss natürlich voll werden, damit ich nicht zu oft laufen muss.
Wie ihr sehen könnt, ist die Schubkarre schon ordentlich gefüllt, viel schneller als ich dachte, aber nichtsdestotrotz zeigt es, wie viel Sachen ihr aus der Natur benutzen könnt. Ich habe mich natürlich hier aus einigen Bereichen schon bedient, aber es ist nicht so, dass ich gänzlich alles weghole, sondern immer nur einen Teil. Das ist auch gut hier für die ganze, ja, Permakultur im Wald und das ganze Ökosystem für die Tiere hier im Wald, ob Käfer, Ameisen, wie auch immer, die mögen das ja hier auch. Ist mir natürlich klar, dass ich auch Tiere aus dem Wald dann zu mir hole. Die dürfen sich dann bei mir ausbreiten. Ameisen habe ich ja bei mir schon ganz deutlich gesehen. Und ja, aber bisher haben die mir noch nicht geschadet. Die melken meine Läuse. So, wie ihr sehen könnt, die Schubkarre ist reichlich gefüllt. Das muss reichen. Ich musste gar nicht viel weiter gehen, habe ich noch die letzten Stücke gefunden, die ich so brauche. Und ich denke, das passt alles so in das, was ich vorhabe. Ja, jetzt geht's zurück in den Garten. Bin ja gespannt, ob der Maulwurf noch da irgendwo zu Gange ist. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und können noch ein Auge drauf werfen. Tja, da dachte ich, ist er weg. Hab ein paar Spuren hinterlassen, aber guck mal, wer hier noch am Wühlen ist. Na, Kumpel? So klasse. Ich hoffe natürlich, dass der Kleine sich nicht überfahren lässt. Und irgendwo noch ein Löchlein für sich findet. Rechts neben uns oder rechts neben mir ist jetzt der Wald und ich war schon überlegen, ob ich ihn rübersetze, aber ist der putzig? So, jetzt muss ich mich zwingen, ich muss hier weg. Ich habe ja noch was vor und ich habe auch, boah, die Mücken mögen mich heute wieder. Habe schon ein paar Stiche hinter mir, nur wegen Maulwurf gucken. Na, Kumpel? Oh, ist so süß. Ist ja quasi ein Kumpel, ich buddel ja auch so gerne. Schüttelt sich wie ein Hund, ey. Echt cool. Na? Tschüss. Tschüss. Oh, bist du niedlich. So, jetzt muss ich aber echt. Fällt mir schwer, aber weiter geht's. So, jetzt habe ich alles da und werde direkt loslegen.
So, das ist meine Interpretation. Ein bisschen Dekoration, ein bisschen sinnvoll Erde zusammenhalten, mehr oder weniger. Und ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Konnte für die letzten Haselnuss-Korkenzieher-Deko-Stücke auch einen Platz finden. Jetzt sind die weg aus dem Gras und gehen nicht unter und ich trampel auch nicht aus Versehen drauf. Ich bin zufrieden und glücklich, dass das ganze Ding jetzt fertiggestellt ist. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, euer Lars. Thank you.